Einen wunderschönen Karfreitag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS22 auf der wundervollen Frühling zusammen mit dem Martin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo soll ich? Abkoppeln. Danke. So, wenn du das da machst, dann gucke ich mal nach einem anderen Auftrag. Ja, ansonsten guck mal eben mit dem Ladewagen, ob du das Strom mitnehmen kannst. Achso, ja, mache ich weiter. Falls es klappt, dann kannst du das nämlich schon mal mitnehmen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Kann natürlich sagen, dass er sagt, kein Zugriff auf das Feld, aber zumindest mal ausprobieren. Weil wenn wir das Strom noch mitnehmen können, wäre natürlich geil. Ja. Richtig. So, was gibt's heute bei dir zu essen, Martin? Lasagne. Am Karfreitag. Lasagne? Ja, was sonst? Was sonst? Ja, es gibt doch immer hier so, ne? Donnerstag ist doch grüne Soße, Freitag gibt's dann Fisch. Du, nicht? Das ist jetzt, ne? Eventuell ja heute 24 Stunden, da muss was im Bau. Ach ja, stimmt, genau, ist ja eventuell 24 heute. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir machen mal so und so. Nein, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Es wäre auch zu einfach, wenn man das machen könnte. Ja, mit der Schaufel kannst du das auch nicht aufnehmen, ne? Soll ich das jetzt alles schaufeln oder was? Nee, aber wenn man will, nee, natürlich nicht. Aber dann brauche ich auch nicht weiter hier Strohablage fahren und dann kann ich den Scheiß auch häckseln. Richtig. Nee, da brauchst du doch wieder, glaube ich, wie im 19er diesen Mod. Ja. Mod Stroh Admission oder irgendwie sowas. Heißt ja, glaube ich. Gut, dann kaufe ich mir, dann hole ich mir jetzt einen anderen Auftrag. Du wolltest noch Weizen bei den Hühnern reinschmeißen, sofern wir das haben. Achso, ja genau, ich wollte noch Weizen bei den Hühnern reinschmeißen, sofern wir das haben. Hast du noch die Frontlader vorne dran? Aktuell nicht, aber kann ich wieder dran machen, das ist kein Problem. Aber sonst hätte ich dir eben 1000 Liter in die Schaufel gekippt. Warte. Ich guck mal gerade in den Lagerbeständen. Da sieht es aktuell folgendermaßen aus. Einen Moment bitte, ich hab's gleich. Alles gut, du machst das anders. Weizen. Du nimmst den Johnny, kannst ausladen fahren, der Anhänger ist nämlich voll und fährst vorher bei uns am Hof vorbei und schmeißt es bei den Hühnern rein. Okay, okay, warte. Dann koppel ich den Trick einfach ab, lass ihn hier stehen und nimm den Johnny. Der ist nämlich voll. Was, auf dem Hof? Ja, eben nur bei den Hühnern. Und ach so. Danach muss das, glaube ich, zum Supermarkt. Okay. Der Auftrag, muss man eben reingucken. Ich glaube, Supermarkt war es. Aber eben diese 500 Liter oder 1000 Liter, was bei den Hühnern reingeht. Ja. Das sehe ich jetzt nicht, wo es hin muss, leider. Hä? Oder? Warte mal, ach da, 15. Muss zu Weizen auf Feld 15 abbringen und die Erzeugnisse dann hierhin Getreidemühle. Achso, ja, siehst du. Getreidemühle, da muss ich dann hin. Okay, alles klar. Alle Klärchenbärchen. Die 5, 6, 700 Liter, die er gleich abzieht, die werden den Auftrag nicht kaputt machen normalerweise. Ne, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber dann haben unsere Gockel auch wieder was zu beißen. Jawohl, ja. Aber das ist ja schon ein Unterschied, ne? Also der Anhänger ist voll, ist ja komplett voll. Ich glaube, wenn ich da jetzt meinen dranhängen würde, dann würde er sagen, nee, will ich nicht. Okay, meinst du? Ja, ich glaube. Probier doch einfach aus, häng doch mal eben ab und häng deinen davor. Ach, ist egal. Ich meine, weil, ne, vom Gewicht her ist das ja... Ja, ich habe aber auch keinen Kompaktschlepper, ne? Ich habe eine Klasse höher genommen. So, jetzt kippen wir was hier bei der Hühners rein.
Ich habe schon einen mittleren Schlepper da. Weißt du, der Dicke muss fortbewegt werden. Jo. Da siehst du hier, 800 Liter gingen da gerade rein. Ja, das wird die Ernte hier den Auftrag nicht kaputt machen. Nee, glaube ich auch nicht. So, dann fahren wir mal da hoch. Johnny, Johnny. Das heißt, muss ich gleich hier auf der Hauptstraße, glaube ich, rechts rum? Ne? Ja, genau, und dann die übernächste links. Hier hinten war ich noch nicht. Auf der Karte. Da war ich noch nicht. So, muss nur gucken, dass man den richtigen Abdal-Trigger findet hier. Ich weiß gar nicht, wie die da gehen. Die Ecke kenne ich nämlich auch nicht. Ne, ja, das ist Oh, Alter, der lenkt sich aber auch ein Wolf, ey. Goldenfield Grain Mill. Das ist er. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, mit dem Controller zu spielen, wa? Immer noch nicht. Ich finde ja immer noch, ne, von den Animationen her haben die das echt gut gemacht, ey. Mittlerweile. Okay. 26% für Feld 15 transportiert. Okay. Oh, ich fahr falsch rum. Nein, 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 das ist ein. Da dürfen wir nicht lang. Durchfahrt verboten und so. Fedder. Oh. Das ist so, stauben tut er. Und zwar ordentlich. Der Trigger. Nee, der Drescher. Drescher. Der Drescher. Hochdruckreiniger brauchen wir noch. Ach ja, stimmt, da war ja was. Jetzt wird's aber dunkel hier. Jetzt hat aber einer das Licht ausgemacht, schlagartig. Okay. Holla die Waldfee. So, du hast 84% Hunger.
Ja, alles gut, ich kann auch wieder rumdrehen. Kein Thema. Hasta, Basti. Ja, ich lass zu viel stehen, wa? Ja, Innenansicht fahren ist nicht einfach beim Dreschen. Das stimmt. Das stimmt. Aber das kriegst du auch hin. So, 60% schon fertig. Ja, von der Feldarbeit. Naja. Die Fahrt wird ja extra gerechnet. Ja, ja, weiß ich. Das haben sie ja geändert. Ich warte einfach nur noch auf den Tag, wo der Anhänger umkippt beim Entladen. So? Ach, das sieht schon böse aus. Prozent. Da muss ich bestimmt noch zweimal hin. Bestimmt so. Ja. So in den Dreh. Wieso, was soll's denn? Mach ruhig, alles gut. Dum di dum di dum 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 dum. Ja. Langes Wochenende. Ich hab ganz langes Wochenende. Nee, dein Wochenende ist gehabt. Jetzt hab ich ganz langes Wochenende. Ja. Heute Nacht geht's los. 4 Uhr Abfahrt. Wie lange? Also, wir rechnen so mit 7 Stunden, circa. Okay. Ja. Eventuell. Je nachdem, wie auch der Verkehr ist, ne? Ich meine, es sind Ferien und so. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ja. Ihr Lieben. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir wünschen euch einen schönen, oder wir wünschen euch eine schöne Ostern. Sagt man das so? Ja. Nee. Ein schönes Osterfest. Schöne ja. Ostern. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall. ja. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann nächste Woche nicht. Sprich, wir hören und sehen uns dann übernächste Woche wieder. Weil, wie gesagt, nächste Woche bin ich im Urlaub. Da gibt es dann keine Aufnahme.
Und deswegen hören wir uns sozusagen übernächste Woche wieder zu einer neuen Folge Frühling. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bye bye. Schaut gerne bei Martin vorbei. Ne? Denkt dran, ne? Er macht ja eventuell oder ist dabei, einen 24-Stunden-Stream zu machen. Ansonsten, wie gesagt, trotzdem auf seinen Twitch-Kanal vorbeischauen. Gerne ein Follow da lassen. Und ja, uns bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Prost dann, bis dann.